Online-Spiel. Damit machen wir mal das. Das heißt, ihr dürft jetzt alle eure Dings bereithalten, eure 3DS, und könnt alle joinen. Jägerlager erstellen. Für einen Großmakau erstmal. Ja, aber das, was, du kannst das... Okay, das ist interessant. It's broken, burn it. Okay, Dragon, bei Malfestio hattest du Nutzzeug, was erwartest du? Ja, ich könnte mir vorstellen, Malfestio mit Langschwert und Konter ist auch stark. Oder mit Ariel oder sowas. Aber es war halt Prügler und Doppelkling und Malfestio so, nope. So. So bestimmt nicht. So, Großmakau, ein Passwort festlegen. Machen wir ein paar Passwort. Japan ist strange, ja. Das auf jeden Fall. Jetzt alle. Ich werde das Passwort nicht gesondert sagen oder eintragen. Sondern wer zuerst kommt, darf zuerst. Und das Passwort ist 1, 2, 3 und 4. Viel Spaß. Und da unten steht die ID. Ich hoffe, man kann sie sehen. Ich werde jetzt nichts ins Overlay eintragen. Einfach das, was kommt, kommt. Und ja, wer bei Generations mitmacht, darf auch noch bei 4 Ultimate mitmachen. Da wir heute E-Farm, ist es nicht schlimm. Oh, Lohum ist sogar so nett und sagt das Passwort nochmal. Das ist sehr nett von dir. Erster. Wie gesagt, ich hätte es nicht eingetragen, weil man sieht es ja. Das ist mir zu komplex. Ich könnte auch kein Passwort machen, aber dann kommen sonst welche Leute einfach. Ja, und dort unten ist natürlich die ID. Wie gesagt, man sollte sie eigentlich sehen. Das sollte eigentlich passen. Wunderbar, Spieler 2 ist da. Schade, dass man nicht sieht, wie die heißen. Aber ich meine, wir haben ja auch noch keinen Namen. Wunderbar, okay, bestätigen. Möchtest du die Gruppenmitglieder bestätigen? Ja, ich möchte Spieler 2, 3 und 4 bestätigen. Sind bestimmt nette Leute. Ach stimmt, der Pirscher-Modus. Ich mache jetzt mal den Pirscher-Modus. Beweglich und bis zu den Krallen mit nützlichen Aktionen ausgestattet. Fall Pirscher dank Eicheln nicht in Ohnmacht. Okay? Okay, danke, das war was, Chaos Inc. Wünsche noch einen guten Abend. So. Ich bin mal der Pirscher. So, wir haben einmal Hammer, glaube ich. Einmal Doppelkling. Das ist echt merkwürdig, diese merkwürdigen Sachen. Dass sie so komische Posen haben. Und Großschwert. Okay. Ich bin schon wieder nicht drin. Keine Sorge. Wir haben jetzt ja ein paar Möglichkeiten. Und das machen wir jetzt einfach so ein bisschen durch bis 22 Uhr. Ich würde sagen, wir machen immer Großmakau, Malfestio, Nagakuga. Großmakau, Malfestio, Nagakuga, bis die Stunde durch ist. Wie lange auch immer das dauern wird. Okay, wenn du umwerfen kannst, hast du vielleicht die Chance. Okay, ich bin eine Katze. Es ist irgendwo sehr niedlich. Ich kann sogar Sachen mitnehmen. Wie krass ist das denn? Das ist irgendwo cool. Ich nehme die Bombe nicht mit, aber ich nehme die Lähmungsmesser mit. Habt ihr jetzt Bomben echt liegen lassen? Boah, wieso? Ich lähme ihn, ich bin eine Katze. Oh mein Gott, wieso bin ich eine Katze? Und ich habe keine Ausdauer, wie krass ist das denn? Wow, ist das Gebiet schön. Das ist ein neues Gebiet, ne? Was seid ihr denn? Ihr seid total cool. So, ach, wie heißen die denn? Diese mit den langen Hälsen. Dragon, die schon drin waren, dürfen nochmal. Ich kann nicht kontrollieren, wer drin war. Wer sich nicht meldet, der, ja, der weiß ich ja nicht. Deswegen, ja, muss ich es wohl so machen. Tut mir leid. Du kannst keine Items einsetzen. Oh. Hoppla. Brachiosaurus. Waren es Brachiosaurus? Ich dachte irgendwie gerade an Brachydios und dachte mir so, war das nicht ein anderes Vieh? Das so ähnlich war wie Brachydios, aber nee, es war es scheinbar. Okay. Ich finde schön, dass wenn der Morph-Axt-Typ ganz links ist, dass die Axt dann ganz aus dem Bildschirm, den ganzen Bildschirm bedeckt. Okay. Das ist ein bisschen doof gelöst, ja. Ja, es ist ein bisschen dämlich wegen der Katze. Ja, ich habe schon gehört, Katze ist absoluter Support. Und ich bin jetzt mal gespannt, was das heißt. Ich kann auf jeden Fall Spieler heilen. Wow, wow, Katze! Was ist los? Krasse Katze. Dezent übertrieben. Kräuterhorn.
Ich heile euch, meine Freunde. Das geht ganz schön lang. Wow, und hat gar nichts geholfen. Krass. Krass, das Kräuterhorn. Ich bin begeistert. Ach, hängt das irgendwie von den Stufen dort unten ab? Wahrscheinlich schon, ne? Wow, diese Katze dreht aber dezent durch, ne? Das ist okay. Eigentlich sollte der Ton noch laufen, Kuxkind. Okay. Da ist er am Boden. Sehr schön. So, ich versuche mal, dort unten ist nämlich so ein gewisser Balken, den ich aufladen kann. Ich habe aber keine Ahnung, was es ist. Ist das, nein, ist nicht New 3DS exklusiv. Du musst dich einfach nur auf der Nintendo-Website anmelden. Ja, meinst du jetzt New 3DS oder nur 3DS? Ja, es ist nämlich allgemein 3DS. Ich drehe ein bisschen durch bei dieser Katze, ne? Es ist merkwürdig. Ja, beide, genau. Muss ich einfach bloß auf der... Oh, ja, du bist drauf. Muss ich einfach bloß auf der Nintendo-Website anmelden und dann downloaden. Dann geht das. Damit kannst du Katzen-Skills aktivieren. Das klingt irgendwie cool. Katzen-Skills. Und was machst du so? Ich aktiviere meine Katzen-Skills. Ich habe zum Beispiel den Fellenkomet. Das hat gar nichts gebracht. Das ist auch nicht Y, deswegen vielleicht. Oh mein Gott. Das war der Fellenkomet. Kräuterhorn. Ach so, ich kann das, während ich die Waffe gezogen habe, so machen. Okay. Ja gut, das Kräuterhorn bringt halt gar nichts. Aber ich glaube, es soll es auch nicht. Weil es ja auch gar nichts kostet. Fellenkomet. Nice, wie cool ist das denn bitte? Ja, das habe ich gerade eben auch schon kapiert, genau. Hier braucht man zwei Balken und sowas, ja. Okay, ich kann einfach so springen? Man darf jetzt während des Mounts draufschlagen? Wie dumm ist das denn? Das ruiniert doch irgendwie alles, was so beim Mounten wichtig war, oder? Katzen-Skills auf vier Füßen landen, ja genau. Guck mal, da haben wir kleine Russen. Das wird jetzt übrigens ein Ding. Das wird auch ein Ding in, im Let's Play. Macau sind jetzt Russen. Wer sich so dämlich anstellt, der, ja. Der, also jetzt wegen den Russen und den Hooligans. Wer sich so dämlich anstellt, der hat meinen Spot verdient. Wow, was war das denn? Das war irgendwie cool. Ich mag die Katze irgendwo mag ich sie aber auch nicht. Es ist so, Welche Regeln hast du in Monster Hunter 4 Ultimate? 7? Ja, 7. Kannst dich eingraben, wenn deine Waffe nicht draußen ist. Das habe ich auch irgendwie gehört. Ich weiß nur nicht, was das heißt. Also ja, ich kann mich eingraben, aber ich habe gehört, dass es einfach gar nichts bringt, oder? Man kann jetzt echt draufhauen beim Mounten? Tatsächlich, jetzt macht jeder diesen Plasma-Schaden. Das ist total übertrieben. Wieso kann man das? Kann sich eingraben? Ja, das ist so... Verbuddel dich. Wie? Kameradentreffen? Was? Was ist denn ein Kameradentreffen? Oh, cool, jetzt habe ich einen Angriffsbuff. Angriffs- und Verteidigungsbuff, wie cool. Die hauen den Großmakau übrigens gut auf die Fresse, ne? Entweder A und B oder X und A oder so, okay. Also die Katze ist irgendwo witzig. Ich frag mich halt bloß, mache ich genau gleich viel, also mache ich Schaden? Ich glaube, ich bin echt wirklich bloß so ein bisschen Support, ne? Zumindest wurde es mir so mehr oder weniger gesagt. Wer ist besser? Vladimir der Boxer oder die niedliche Katze? Die Katze cheatet ja, wenn es um einen Boxkampf geht. Wobei, er benutzt seine Füße, er hat ja auch, er ist ja Kickboxer. R und B. Wie nice. Ach, und jetzt heile ich mich, krass. Tatsächlich. Machst schon Schaden, aber nicht viel, ja. Ich will mal das Großfass-Bombing machen. Das ist echt cool. Okay, ich mag den Kameradenmodus sehr.
Also den Pirscher-Modus. Das ist so eine Sache, die sehe ich halt als war nicht unbedingt notwendig, ist aber süß gemeint. Also es schadet dem Spiel jetzt nicht, dass jetzt da Katzen rumrennen. Vor allem, wie gesagt, wenn es halt um Support geht, ist es halt eine coole Sache. Au. Oh. Kannst du... Hä, ich kann mich bewegen? Wow, was? Nein, 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 nein. Tu nichts Unüberlegtes. Ich bin Agro. Ich bin eine ziemlich heftige Agro-Katze. Wie cool ist das denn? Schade, ich kann leider nicht durch Gebiete sich graben. Kaufst du Generations? Sowieso. Aber die Demo hat mich auch so ein bisschen überzeugt. Aber wie gesagt, sowieso. So, und jetzt... Können wir vielleicht nochmal irgendwie hier hinlegen oder sowas? Ich will eigentlich das Großfassbombing mal probieren. Großfassbombing! Die... Naja, für die Katze ist die... Oh, krass! Ich kann das Ding jetzt werfen? Wie cool! Oh Gott, gar nicht gut. Wirf sie. Ach so, nee, ich muss hingehen. Au. Okay. Das Land-U-Boot, ja, genau. ich habe viel zu viel Spaß mit dieser Katze irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich habe meinem Team irgendwie nichts geholfen. Nur nicht runterspringen. Ah, okay. Okay, krass. Hatte ich da irgendwie gerade eine Dings-Option? Die Option, ihn einzuschläfern und jetzt R und Y für den Fallen-Komet. Viel zu übertrieben. Kamikaze-Katze, ja. Da sind sie wieder, die Selbstmordkatzen. Ah, ja, die Katze. Mit X wirfst du die Bombe. Ah, okay, ich dachte mit Y nochmal. Jetzt bin ich wieder ein bisschen angepisst, das ist auch cool. Dadurch mache ich einfach heftigere Kombos. Fallen-Komet! Diese Katze, ne? Wow. Kann man eigentlich auch verschiedene Fähigkeiten bei der Katze haben, oder ist das Standard? Wow, dieser arme Macau, ne? Dieser arme Macau einfach. Wo zur Hölle so hin? Ach, da. Wieso liegt er dort hinten jetzt? Wie haben wir ihn dorthin gebracht? Also man muss sich halt so ein bisschen daran gewöhnen, an den Katzenstil, aber es ist ähnlich wie eine neue Waffenart, theoretisch. Also von dem her ist es echt nicht verkehrt. Vor allem, ich liebe einfach den Fallen-Komet viel zu sehr. Er ist viel zu übertrieben. Allgemein, ich habe wirklich das Gefühl, dass... Nein! Katze stirbt nicht. Aber ich habe eine Eichel, genau. Ach, krass. Das heilt mich jetzt direkt. Man hat verschiedene Fähigkeiten, okay. Hm. Also das muss ich mich auf jeden Fall überlegen. Man kann bestimmt auch, ich habe ihn erlegt. Glückwunsch. Man kann bestimmt auch, als Katze wirklich gut spielen. Werde ich mir vielleicht auch ab und zu anschauen. Ist nämlich sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich sehr gut. Die Gebiete gefallen mir sehr gut. Die Monster gefallen mir sehr gut. Also ich muss sagen, das Spiel allgemein gefällt mir sehr. Die Änderung mit den, die Stiländerung finde ich cool. Nur diese Effekte, dieses Sakura-Schlag und sowas, das ist so, ja, man muss damit klarkommen, es ist was Neues, was sehr Neues. So, Jägerlager stellen gegen den Malfestio. Ja, vierstelliges Passwort, diesmal ist das Passwort, ich soll den Stift nicht mehr draufstecken, 0, 0, 0 und 5. Bestes Passwort EU. So. Viel Spaß beim Reinkommen. Wer gerade eben schon drin war, ihr dürft gerne die Leute natürlich jetzt auch reinlassen. Also, ihr müsst jetzt nicht mehr unbedingt direkt wieder reinrennen, sag ich mal. Wäre natürlich irgendwo nett. Aber ich mache keine Regel draus. Mit A hast du einen Boomerang. Ah, okay. Also deswegen, wie gesagt, jeder darf theoretisch rein, aber wenn ihr fair sein wollt, dürft natürlich auch andere Leute mal reinlassen. Das werden die Leute euch bestimmt nicht übel nehmen, beziehungsweise wäre wahrscheinlich ziemlich nett von euch. So, ich warte. Schön, schön. Spieler 2 ist da, Spieler 3 und Spieler 4. Spieler 4, du warst eh immer mein Liebling. Jetzt könnt ihr euch drum prügeln, wer das ist. Okay. Du setzt aus. Wie gesagt, das ist nett von dir. So, machen wir los. Fangen wir mal an. Ich kann nicht mal die ID lesen. Ist ja echt so klein. Das ist schade. Wir könnten auch die Dings ändern.
Ich spiele jetzt mal. Nein, ich spiele keine Doppelklingen gegen Dings mehr. Ich spiele keine Doppelklingen gegen den Malfestio mehr. Ich könnte auch den Stil ändern, dass ich es einfach untereinander setze. Dann sollte es größer sein. Wäre das besser? Ist die Frage, Fabi, der Ninja Killer. Guckst du auf auf dem Handy oder machst du oder hast du auf dem PC oder sowas? Weißt, vielleicht ist es deswegen zu klein. Klar, auf dem Handy oder so wäre es natürlich sehr klein. Die Katze soll sehr gut für Erz bzw. zum Sammeln sein. Okay. Tablet. Auf dem Handy. Ja gut, auf dem Handy ist es halt echt ein bisschen blöd. Das verstehe ich dann. Dann, wie gesagt, tut mir leid, aber es ist ein bisschen, ja, ein bisschen blöd gemacht. Werden wir aber natürlich später ändern. Ist es halt bloß für die Dings so. Für die Quest halt so. Oder für die Demo. Da kann ich jetzt halt nicht, ja. Verstehe ich jetzt. Kann ich da aber halt schwer was dagegen machen. Die Musik, wie sie halt so schnell so... Das ist ein bisschen gruselig. Wie er gerade wegguckt. Drecksvogel. Okay. Wow. Sorry, ich hab dir gerade dein Dings vermasselt. Dein Luftsprung. Tut mir leid. So, mal sehen, ob das jetzt besser funktioniert. Wir sind da alle schon rumfliegen. Wow, okay. Das ist also der Flugmodus. Ich verstehe. Ich sehe und verstehe. Der arme Vogel. Ach, du große Güte. Was war das denn? Habe ich Flug genommen oder Luft? Habe ich eventuell Dings genommen? Luft. Sprungstats. Wow, ich bin gerade echt ein bisschen abgelenkt. Tut mir leid. Habe ich eventuell statt Kontern Luftsprung genommen? Weil wieso bin ich ansonsten hochgesprungen? Muss ich gleich mal probieren. Nee, ich hab Konter. Okay. Das ist cool. Okay, da liegt er. Wunderschön. Das können wir weiter draufhauen, was viel zu übertrieben ist. Also das finde ich eine komische Änderung. Vielleicht, weil einfach die meisten Leute es vermasselt haben, aber wow. Ja, du hast Konter. Okay, ja. Weil ich irgendwie gerade so komisch hochgesprungen bin, deswegen. Aber... Das finde ich eine komische Änderung. Also das mit dem Langschwert kann ich verstehen, finde ich ganz cool. Das ist jetzt wieder normales. So war es ja seit ja, Beginn schon. Ach nee, ich werde wahrscheinlich mit dem Großschwert einfach bloß hochgeschleudert. Wurde es in die Luft gehauen, ja. Ich glaube, der Dings, der Vogel mit Ohrstöpsel ist auch gar nicht so schlimm. Es ist halt bloß... Ich hasse einfach bloß Rüstung ohne Ohrstöpsel, muss ich sagen. Der Luftkampf hat eine eigene Rolle. Okay, dann muss ich auch mal spielen. Wie viel Uhr spielst du Dead by Daylight? 0 Uhr. Aua. Ich hasse den Vogel. Oh Gott, das ist toll. Und Schlaf. Wow, was noch alles bitte? Ja, toll. Verwirrung, Schlaf und umgekehrt. Das ist großartig. Okay, ich wurde von beiden erlöst. Danke. Ja, lass mich Vogel. So viel dazu. Luftkampf hat eine eigene Rolle. Das machen wir vielleicht als nächstes Mal, den Luftkampf. Gegen den Nagakuga vielleicht ganz cool. Ja, schnell weg. Ich glaube, gegen den Malfestio muss man sich auch einfach bloß ein bisschen gewöhnen. Dann passt die Sache auch. Es ist neu, dass er sowas kann. Also solche, wie gesagt, solche heftigen AOE-Sachen. Get all the debuffs. Ja, genau. Ich dachte, darum geht's in dem Spiel. Aber ich glaube, man muss sich echt daran gewöhnen, weil es was sehr Neues ist, der Malfestio. Was auch cool ist. Kannst du dir vorstellen, dass vier Spieler als Katze einen Drachenältesten killen? Bestimmt, wenn Leute mit Boomerang ein Dings töten, ein Alatrion, dann gibt's auch das. Es wäre bloß unnötig, sag ich mal. Genauso wie das andere. Und genau deswegen fragt das doch Fabian der Ninja. Das war einfach bloß so eine kleine Falle, sage ich mal, für die Leute, die es noch nicht kennen. Aber das ist, ja, es ist zwar irgendwo eine witzige Sache, aber ja, man kann es auch immer übertreiben. Ja, nur mit Pomeran, ja.
Okay, okay. So, vor allem zu viert ist der Vogel auch sehr viel leichter als alleine. Das ist das Nächste. Sakura! Das war die falsche Richtung. Nee, war die richtige Richtung. Nice. Sehr schön. Nächste Runde als Katze. Du oder ich? Die Duels im Luftkampf. Okay. Probieren wir das mal beim Dingens hier. Beim Nager, genau. Luftkampf mit Duels beim Nager. Weil ich werde auf jeden Fall Duels im Langschwert spielen. Ja. Ah, verdammt. Ohrstöpsel. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich für eine Rüstung habe. Wahrscheinlich bringen die Rüstungen einfach alle gar nichts. Wahrscheinlich haben sie gar keine Effekte. Könnte ich mir auch vorstellen. So, da nochmal draufhauen. Wunderschön. Ja, die Musik ist halt sehr cool. Ups. Ach ja, ich habe ja den Konter, verdammt. Wir kommen halt kaum zum Kontern hier. Konter ist alleine, glaube ich, cooler, ne? Weil man dadurch mehr kontern kann. Kommt auch wieder auf das Monster drauf an. Aber gerade eben, ich habe halt nicht sehr viel zum Kontern. Wusch. Und durch. Und nicht getroffen. Wie krass ist das denn bitte? Das ist ja sehr cool. Oh, Spieler 4. Ich habe dich vorher noch gelobt, Spieler 4. Ganz schlecht. Ganz schlechte Leistung. Und keine Sorge, ich mache natürlich gerade nur Spaß, weil ich ja eh nicht weiß, wer es ist. Ich habe Schwierigkeiten. Was habe ich denn für Schwierigkeiten? Was? Ach so, das verwirrt. Ah, okay. Sieht sehr danach aus, dass die Rüstung ihre Skills nicht haben in der Demo. Ja, man hat ja auch keine Elemente auf den Waffen. Das ist ja das auch. Also von dem her, ich glaube, das ist alles nur nicht drin. Ich hasse das. Ey, ich habe dir voll deinen Schnabel zertrümmert. Das hast du aber auch so verdient, du Vogel. Wer Spieler 4? Sorry, Dwayne. Warst du das, Bubble? Ah, schön. Wie gesagt, voll noch gelobt und jetzt. Aber hey, ich habe meinen Mod gelobt. Das ist doch auch schön. Ja. Ja, bestimmt gibt's irgendwie Verwirrungs- oder keine Ahnung, Umkehrrüstung. Wahrscheinlich vom Malfestio selber. Kann ich mir schon vorstellen, aber ja. Braucht man nicht. Ist ähnlich wie eine Saregios Blutungsrüstung. Das ist so unendlich unnötig. Und jetzt den Sakura Hieb. Wow, was? Was zur Hölle war das denn? Wer zur Hölle hat uns da weggehauen? Das war uncool. Wieso immer, wenn ich versuche, den Sakura-Hieb zu machen, werde ich irgendwie weggeschleudert. Ja, gut. Ah, nein. Ah, ich muss das echt ein bisschen... Aber der Vogel ist furchtbar mit dem Kontern. Weil er viel zu klein ist. Kleine Monster sind echt dämlich. Ich brauche größere. Drachenälteste sind, glaube ich, echt sogar noch die besten. Also große. Weil, ja, wie gesagt, kleine Monster sind einfach echt ein bisschen doof. Zum Durchrollen und zum Kontern. Klar, Kontern geht, aber dann halt der Konterangriff nicht. Das sah aber episch aus. Das ist dann halt ein bisschen unnötig, das gerade eben. Da wäre vielleicht der Aerial besser gewesen. Ich muss zwar auch öfters ausweichen, ganz klar. Aber, ja, ansonsten... Soll der Vogel jetzt nicht langsam auch drauf gehen? Irgendwie halten auch ziemlich viel aus, ne? Ja, verdammt, ich wollte da durchrollen. Ist dann halt aber echt die Frage, wie viel Sinn macht dann eine Nagakuga-Rüstung noch, wenn ich schon so ein gutes Ausweichen habe? Gut, das erhöht dann natürlich auch nochmal diese Trigger-Zone. Aber, es ist dann irgendwie auch doppelt übertrieben, oder? Wow, das war cool. Ach so, wegen seinem Effekt noch drauf. Das war irgendwie so ein Doppeleffekt. Das sah echt cool aus. So, ich hau mal wieder ein Lähmungsmesser in den Arsch. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Okay, guck mal. Ich kann auch ein bisschen was machen aus der Ferne. Zack. Er braucht da 4 Stück. Das ist auch schon ziemlich krass. Also ich glaube, Elementresistenzen hat er auch schon. Also zumindest Pararesistenz und sowas. Nice. Und jetzt bist du fällig, Vogel. Jetzt bist du sowas von fällig. Ich habe gehört, Sakura-Hieb ist wieder einsatzbereit. Nice. Ja klar, der Luftstil ist da auch besser. Aber es ist halt so, ich kann ihn jetzt nicht so schön angreifen mit dem Konterstil wie den Nagakuga, weil ich überhaupt nicht rankomme.
Jetzt wäre es ganz cool gewesen, aber ja. Das kannst du dir bei jedem Dings. Weil zum Beispiel Putin so rumspringt, ja genau. Nee, und die Eule, ja. Ich denke, es werden auch Effekte geben, die sich speziell auf die Stile beziehen. Ja, das denke ich auch. Denke ich auch. Also, ich denke, da wird sehr viel gearbeitet mit den Stilen, weil es halt irgendwo eine Kernmechanik ist. Und die wird da, glaube ich, auch ganz gut ausgebaut. Es ist so niedlich, wenn sie anrennt. Diese Eule ist allgemein irgendwo so niedlich. Sie ist furchtbar ätzend, aber auch so niedlich. Hui. Da, das meine ich halt. Das ist... Gibt dann sicher sowas wie Luftangriff Plus. Ja, das sowieso. Ich meine, es gibt ja auch den Mount Plus und so. Also das wird es auf jeden Fall geben. Dass man sich da auch noch schön anpassen kann. Ist ja auch eine gute Sache. Ja, man muss mal schauen, wie sinnvoll das auch ist. Wie gesagt, jetzt eine Rüstung bloß gegen den Malfestio zu machen, ist halt genauso dämlich wie eine Serius-Rüstung wegen den Blutungseffekten. Gibt leider nichts so als Stileffekte. Wahrscheinlich schon ein Dings MAX-Spieler da. Das ist natürlich schade. Niedlich eine Hälfte, Teufel andere Hälfte. Ja, irgendwie so ist es so beides. Stellt seine Falle. Okay, aua. Hätte ich rollen können. Sind schon weit mit der Technik. Was? Wow, wow, wow. Was war das denn? Ich habe gerade auf den Chat geachtet. Na, vielleicht nicht Spieler, aber er hat es bestimmt irgendwo geschaut, wenn dann... Ich meine, Emma Foods hat ein komplettes Let's Play dazu gemacht. Ah, der Vogel ist tot, okay. Da ist es irgendwo sinnvoll. Wirst du MH Gen erst anfangen, wenn für... Nein, ich werde gar nichts von beiden machen. Ich werde am Release-Tag, beziehungsweise vielleicht ein, zwei Tage danach, mit MHG beginnen. Und MH4U wird dann auf dem Streamslot fertig gemacht. Das heißt, dort, wo gerade eben die ganzen Streams kommen, wird dann auch immer wieder 4 Ultimate kommen. Das heißt, es wird ein bisschen langsamer dann dadurch, aber ja, es geht beides noch voran. Nur halt mit dem Hauptaugenmerk auf 4, auf Generation. So, ja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit und deswegen geht's weiter mit Nagakuga, einem meiner Lieblingsmonster. Wie gesagt, ich kann es natürlich nicht kontrollieren, aber ist natürlich nett, wenn ihr andere Leute auch reinlasst. So, das nächste Passwort wäre dann 424, das ist eine 7, 42. Viel Glück! Es gibt doch Luftangriff hoch. Okay. Zuerst gelobt und dann gestorben, scheint immer mich, ja genau. Und die ID ist wieder da. Wie gesagt, tut mir natürlich leid an die ganzen Leute, die gerade über Handy schauen, dass es vielleicht nicht so leicht zu lesen ist. Dragon, mit Konterstil kannst du kein Evade plus 2 benutzen. Oh, echt nicht? Das ist ja schade. Ich dachte, das kombiniert sich dann zu der ultimativen Verteidigungsrüstung. Schade. Hm. Na los, Leute. Keine Lust mehr, oder? So, jetzt waren alle 8 Leute schon mal dran, jetzt. Ah, guck mal, wow, jetzt aber spontan. Okay, Spieler 2, 3 und 4 sind wieder da. Beziehungsweise gar kein Evade. Ah, okay. Ja gut, das dachte ich mir dann. Auch keine Ausweichdistanz, also gar keine Ausweicheffekte. Das wäre sehr interessant, wenn das so wäre. Okay, los geht's. Bin Spieler 2, okay. So, spiel mal Duels wieder. Ja, bis du die ID halt eingetragen hast. Also die ID ist gerade eben gekommen, als ich Start gedrückt habe. Ich habe es lesen können. Oh mein Gott. Glückwunsch. So. Mit dem Luftstil kannst du bei Luft ausweichen, auf Monster springen und nicht springen. Ich bin mal sehr gespannt. Ihr habt gar keine Ausweicheffekte. Okay, das ist irgendwo gemein. Ich bin jetzt mal drin. Okay. 0815, das wäre auch mal schön. Mache ich vielleicht irgendwann mal.
So. Jetzt bin ich gespannt auf das Luftausweichen. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Einfach so, okay. Ich kann nicht einfach so rollen, sondern musst du diesen Mega-Move machen. Okay. Interessant. Wie komme ich da nochmal höher? Mit Rennen? Das habe ich jetzt gerade noch nicht ganz verstanden. Ich bin gerade eben nochmal so gesprungen. Ach, über andere Leute. Ah. Das heißt, wenn ich jetzt so mache, dann bringt das gar nichts. Ja, toll. Okay, ja, ich verstehe. Ey, Dreckskatze. Ich dachte, alle nehmen Katze. Nein. Ich muss mal Luft probieren. Luft müsste bei der Eule gut. Kann sein, ja. Kann sein, muss aber nicht, weil die Eule halt auch sehr, sehr hibbelig ist. Okay, ja, ich nutze einfach das Monster, um hochzuspringen. Oh Gott. Das ist nicht mein Stil. Es ist ultra witzig, aber es ist nicht mein Stil. Weil ich es einfach bloß die ganze Zeit machen will. Es ist viel zu witzig. So, ups, ups. Hallo, kann ich nochmal? Ich will nochmal. Okay, nice. Da nochmal. Es ist vor allem auch wieder sehr übertrieben, ne? Weil nämlich das Monster halt so auch nicht. Monster fesseln und Spieler, ja. Okay. Man muss sich halt ein bisschen richtig positionieren, aber ansonsten ist es so krass. Okay, bis später, Limohummel. Wow. Luftstil OP. Please nerf Luftstil. Das ist irgendwo sehr cool, aber auch sehr übertrieben. Kann das sein, dass man das einfach die ganze Zeit dann macht? So, ich kann nichts außer das. Ich darf es aber nicht so früh aktivieren. Wenn ich da mal oben bin, dann darf ich nichts mehr drücken, bis ich den perfekten Zeitpunkt habe. Verstanden. Es funktioniert besser erst im Mondmodus. Oh, stimmt, genau. Musst du auch die ganze Zeit machen, wenn du Schaden machen willst. Ja, ich hasse es, kein Ohrstöpsel zu haben. Okay. Oh Gott. Ja, dezent übertrieben. Den Schlag aufladen. Oh. Ah, okay. Das heißt, es gibt auch so ein. Was zur Hölle war das denn? Wow. Okay, das war Heavy Bowgun. Das war hart. Spieler 4 schon wieder, ne? Spieler 4 ist so ein Fluchplatz. Wer Spieler 4 ist, der stirbt einfach. Oh mein Gott, ist das übertrieben? Aber es gefällt mir. Es gefällt mir sehr. Schade, warum das keinen Dämonenmodus auflädt. Das wäre cool. Es ist halt echt ein bisschen nervig, dass man die ganze Zeit dann so rumfliegt. Das war meine Supernova. Ja, das war eine Supernova. Bei Aerial Duels kannst du keinen Dämonentanz einsetzen. Nein, nicht wirklich, ja. Aber es geht auch so ganz gut. Der Dämonentanz ist jetzt nicht so wichtig. Setzt einer eh eigentlich bloß fest. Da springen Monster Hunter sinnlos in der Luft. Ja, dann hast du so ein bisschen Monster Hunter 4 Ultimate mit 4 Glaiven. Nur halt jetzt mit 4 Aerial Steels. Das ist, ja, es hat sich nicht viel verändert. Wenn du mal gerade eben so die, ich sag mal, die Meta anschaust. Capcom, du hast es mal wieder geschafft. Alles zu ruinieren. Okay. Da müsste ich eigentlich als nächstes Katze spielen, wenn deine Katzen schon mitschauen. Das ist Swaggerino. Einfach zur Gleichberechtigung. Oh Gott, was passiert denn hier bitte? Ich will eigentlich mal wieder springen, ich schaff's aber gerade irgendwie gar nicht. Aua. Ach, kann ich nicht springen, wenn ich den Dings hab? Doch, kann ich, okay. Heute alle. Also jegliche Seltenheit bei Waffen und Rüstung, weil wir heute farmen. Glaive mit Aerial ist super lustig, das glaube ich. Ach komm, jetzt bleib doch stehen, du. Nagakuga, du. Du Langweiler. Na komm schon.
Ich wollte nicht dich hauen. Ah, okay, das war knapp. Oh Gott, okay, nice. Das war cool. Da nochmal hoch, bitte. Okay. Ja, mit dem Dämonenmodus, beziehungsweise dem Erzdämonenmodus, ist das sehr übertrieben. Also ich muss sagen, entweder Konter oder, genau, so gehackt ist. Das ist zwar traurig, dass man das irgendwo erwähnen muss, aber ja, es ist so. Okay, der Blutwirbel ist wieder bereit. Sehr schön. Können wir den Blutwind eigentlich auch damit machen? Ja, damit lädt es auf. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Okay. Das ist sehr cool. Okay, er ist gelähmt. Wunderbar. Ah, hoch mit dir. Okay, wunderschön. Das hat ganz gut funktioniert. Oh Gott. Also, der Aerial-Stil ist cool. Nichts Gehacktes. Nichts Gehacktes. Also, nichts, was gehackt ist. Nichts Gehacktes. Ja, kein Hackfleisch. Ja, genau. Das Thema hatten wir schon. Muss man aber natürlich nochmal erwähnen für die ganzen Leute, die nicht da waren. Ja, sind auf jeden Fall richtig gut. Was ich jetzt gerade so sehe, Gilde ist natürlich Standard, klar. Kann man schön benutzen. Vor allem damit schönen Effekten. Geht das sicher sehr gut. Kontern wird, glaube ich, meine Fähigkeit, mein Stil, den ich sehr benutzen werde. Aerial vielleicht ab und zu, wenn Monster es eignet. Aber ich würde sagen, ich werde wahrscheinlich zwischen Gilde und Konter wechseln. Einfach nur... Prügler finde ich doof, dass man da Fähigkeiten verliert, vor allem manchmal wichtige Fähigkeiten. Wie zum Beispiel den Erzdämonenmodus, der ist halt sehr wichtig. Und ja, der Aerial ist ganz cool, aber ich bin halt auch nicht der größte Glefenspieler. Deswegen, und ich denke, das ist so diese nächste Stufe von Glefenspieler, die man da so ein bisschen hat. Ich werde viel Aerial GS zocken. Ja, wie gesagt, es gibt sehr, sehr gute Kombos bestimmt. Und da muss man halt vor allem die Monster- und Waffen-Kombo auch sehr gut... Prügler ist auch mehr für Neulinge gedacht. Ja, ich glaube auch, ne? Das ist halt das. Was ich jetzt ganz gerne... Wir haben ja noch ein bisschen Zeit für auf jeden Fall eine Quest noch. Was ich ganz gerne noch ausprobieren würde, wäre... Aerial Langschwert. Ab dem Punkt 20 bringst du eh nichts mehr, was? Okay. Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. was bringt Prügler denn Besonderes? Du verlierst zwar spezielle Effekte, aber du hast drei Stilfähigkeiten. Und die laden sich halt sehr schnell auf. Das ist der Vorteil davon. Und Aerial ist halt so, bei Konter kann man wenigstens, bei Konter kann man halt sehr schön auch normal kämpfen. Hier ist es aber halt so, es basiert vollkommen auf diese Flugtechnik. Und das gefällt mir nicht so ganz, weil ich bin da mehr so dieser, ja, ich spiele es ganz gerne clean, kann man sagen. Deswegen ist Konter und Gilde ganz cool für mich. Wie gesagt, Konter, wenn sich's lohnt... wobei Konter auch allgemein schon stark ist, das auf jeden Fall. Und ansonsten Gilde. Das Aerial Langschwert ist nutzlos. Okay. Wow. Wow, das war merkwürdig, aber ich bin drauf. Na, es ist irgendwo schade, wenn es nutzlos ist. Okay. Gelang-Kombo. Achso, stimmt, das habt ihr ja gesagt. Stimmt, das habt ihr gesagt, dass sie ein bisschen schwächer ist. Blutwind. Aerial Langschwert ist nutzlos. Ist natürlich schade. Vielleicht doch mal... Ich will es einfach mal probieren, einfach um zu sehen, wie es ist. Ich meine, es ist der Groß-Macau und es ist die Demo. Da können wir nichts kaputt machen. Au. Deswegen, ich werde es mal probieren, aber ja, ich habe es verstanden. Seine arme Auge. Ja.
Der arme Nagakuga. Oh Gott. Oh, aua. Wie hat mich die Peitschen da bitte getroffen? Nein, welch Schande. Ich bin bewusstlos. Oh Gott. Hey, wir sind zweimal draufgegangen. Das ist gar nicht so cool. Ich muss sagen, ich habe mich auch null geheilt halt. Es war aber bloß die ganze Zeit draufhauen. Ja, ich habe zwar Megatränke genommen, aber ja, wie gesagt. Als eine Axt ausweich, konnte im normalen Modus Blockkonter. Okay, okay. Gibt sicherlich viele interessante Sachen. Das auf jeden Fall. Aber, ja, schauen wir mal. Vielleicht bleibe ich wirklich größtenteils auf dem Gildenstil. Aber den Konter kann man auf jeden Fall gut benutzen, das habe ich gesehen. Vor allem, wie gesagt, gegen vielleicht langsamere Monster. Jetzt vielleicht nicht gerade im Nagakuga oder Tigi. Dann geht das schon. So, humpelst du? Nee. Das war richtig doof, da zu sterben. Hoppla, Entschuldigung. Aber wie gesagt, ich habe auch überhaupt nicht drauf geachtet. Oh Gott, das arme Vieh, wie viele Effekte hier einfach auch gerade im Sinn. Das ist halt das Krasse. Aua, aua, ah Gott, lass mich doch in Ruhe. Das ist Kontern halt cool bei ihm. So, schnell mal ein bisschen was futtern. Okay. Vor allem, ich muss halt sagen, ich finde es schön, dass man, beim Kontern halt an sich gar keine Nachteile hat. Das ist so irgendwie diese einzige Fertigkeit, wo man keine Nachteile hat, ne? Zumindest wüsste ich jetzt keinen gerade eben. Oder gibt es da irgendwas, was ich jetzt so nicht gesehen habe? Okay, das war eine krasse Supernova. Okay, wunderschön. Wir haben wieder den Dämonenmodus. Das können wir nutzen. Na, außer wenn wir dort entlang springen. Okay, der Blutwirbel. Komm schon, Blutwirbel. Nice, nice und nice. Schade, beinahe. Okay. Wo fliegst du hin? Der braucht aber schon ziemlich lange im Multiplayer. Wow. Ey, okay, das bricht die kompletten Sachen ab. Das ist ein bisschen doof. Wenn man das nur aus Versehen macht. Das Fallen, okay. Man verliert bei Konter auch wichtige Sachen. Okay. Hätte ich jetzt so nicht gesehen. Ja, zumindest beim Langschwert nicht, wirklich. Wüsste ich jetzt nicht welche. Ja, keine Wasserkämpfe mehr. Ist irgendwo aber auch gut. Also Wasserkämpfe, wie gesagt, waren, habe ich schon mal gesagt, war noch ein bisschen unausgereift. Finde ich also gut, wenn man die vielleicht noch mal ein bisschen länger zurückhält. Bis man da vielleicht was hat. Und Generations hat ja eh bloß, nur bringt ja jetzt eh bloß alle Sachen zusammen. Deswegen ist das da eigentlich auch nicht so schlimm. Ah, Gott. Nein, 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 nein. Okay, das war knapp. Da bin ich rausgerollt oder ausgewichen. Oh Gott. Ja, Gott. Das wollte ich gar nicht. Ach, den Endschlag von der Langkombo. Ah ja. Das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Das ist interessant. Na komm schon, hier geblieben. Oh, wie oft will er noch weghumpeln und da nicht sterben. Meine Güte. Okay, das ist natürlich auch eine krasse Sache, das zu verlieren. Hast du da jetzt eine Falle hingelegt? Nö. Was tust du? Wieso? Was? Wir töten ihn jetzt einfach. Was? Nein! Wir wollen ihn doch töten. Oh Gott, aua. Wow. Hallöchen, Dragon Master. Schön, dass du dabei bist. Okay. Ah, das war knapp. Das war richtig knapp. Aua.
Okay. Hüpp, und hoch mit dir. Und sehr schön, nochmal ein Angriff. Naja. Die Dings bringen halt auch echt bloß was, die Duels mit dem Dämonenmodus. Da ist es dann halt stark, aber ansonsten ist es ein bisschen schwächer. Oh Gott. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du hier einfach so wegfliegst. Nein, genau, wie Bubble the Gamer sagt, es war noch nicht dran. Ach, meine Güte, Naga. Jetzt geh einfach drauf. Stirb einfach in Frieden. Oder in Ruhe in Frieden, sag ich mal. Soweit ich weiß, hat niemand Beruhigungszeug. Nee, klar, man kann sie auch nicht fangen. Man kann sie ja bloß töten. Die Fallen sind ja auch bloß dafür da, um festzusetzen. Mehr nicht. Ah, verdammt. Ah, aua. Ach, jetzt komm, ne? Und das war's mit ihm. Na also, meine Güte, der hat es aber ausgehalten. Ich muss sagen, das war irgendwie auch schon wieder nicht so ganz das. Da muss man echt wirklich seinen Stil finden. Und es war witzig auf jeden Fall, ja. Aber ich habe mich irgendwie auch gerade wieder so ein bisschen nutzlos gefühlt. Ariel ist nicht wirklich meins. Bei manchen Monstern sicher super gut, mit manchen Fähigkeiten auch sicher super. Aber... ah, das gerade eben hat nicht so gepasst. Das war nicht ganz so toll. So, ich würde sagen, wir machen noch eine Quest, noch ein Putin. Und dann können wir weitermachen. Ja, Naga und Konte ist richtig gut. Wie oft Wechsel? Wenn wir 2 Stunden machen, sind es 4 Wechsel. Wir machen alle halbe Stunde einen Wechsel. So, Putin! Was geht, altes Haus? So, erstmal RLGS, stimmt's. So, und Passwort wäre 3366. Also ich denke halt wirklich, dass man das sehr ausbauen kann. Dass man wirklich sagt, ich kann mir vorstellen, dass Capcom sich da gedacht hat so, okay, wir machen den Gildenstil, vielleicht für die ganz normalen Leute, die sich so denken, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Aber halt wirklich für Profis auch. So, jetzt, Entschuldigung, für Profis halt auch und sowas, denke ich mir, ist es halt so, wenn sich ein Team wirklich perfekt zusammenstellt, so, keine Ahnung, einer nimmt Konter, weil er weiß, okay, er kommt da gut durch mit dem Langschwert, der andere nimmt Ariel Großschwert oder sowas, der andere nimmt dann halt irgendwie Prügler, weil er coole Fähigkeiten hat und nicht die anderen Fähigkeiten braucht, und sowas, dann denke ich halt, dass man dann ein richtig, richtig gutes Team zusammenstellen kann. Dass da auch wirklich sehr stark ist. Und deswegen, ich glaube, das war so der Hintergedanke, dass man wirklich da den eigenen Stil macht, dass man nochmal ein bisschen die Leute ein bisschen besser, sorry, ein bisschen stärker ausbauen kann in ihren eigenen Fähigkeiten. Und das fände ich eine ganz coole Sache. So, jeder sagt, der Luftkampf ist furchtbar. Der Luftkampf ist furchtbar mit dem Langschwert. Ich mach nochmal Konter. Ich probiere nochmal Konter bei ihm. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Katze! Yay! Wir haben hier eine Katze. Okay, und du bist Spieler 4. Oh oh. Aber diesmal, also vorhin bin ich ja auch gestorben. Deswegen. Donald Putin, du löst den Dritten Weltkrieg aus. Just do it! Wie gesagt, wir können alles auch dann während des Let's Plays auch mal ausprobieren. Das geht also sehr gut. Ich meine, wir können auch nächste Woche nochmal kurz eine Stunde das machen. Das ist auch gar kein Thema. Ich mag Hammerluftkampf. Also wenn ihr wirklich davon begeistert gerade eben seid und Lust darauf habt, können wir auch echt nächstes Wochenende oder so nochmal eine Stunde draufhängen. Wie gesagt, da habe ich jetzt gar kein Problem mit. Weil es ist auf jeden Fall sehr witzig. Also ich habe mir gedacht, dass es irgendwie platter ist, aber durch den Online-Kampf ist es halt sehr viel cooler. Ich finde diese Viecher so cool.
Die sind richtig, richtig cool. Ich mag die. Ich mag die sehr. Nur noch 15 wird irgendwann mal als Passwort genommen. Nur... Was, gleich reitet der Großmakar auf Mazuros? irgendwann werde ich 0815 als Passwort nehmen, nur nicht jetzt, weil ansonsten ist es ja durchschaubar. Okay, cool. Also, ich glaube, die meisten Leute werden da positiv gestimmt. Und deswegen werden wir es wahrscheinlich auch machen. Wie gesagt, hätte ich auch große Lust drauf. Macht mir nämlich sehr viel Spaß, da auch so ein bisschen die ganzen Sachen auszuprobieren. Da kann man auch mal so ein bisschen andere Fähigkeiten mal ausprobieren. Vielleicht mal Ariel mit Hammer und sowas. Vielleicht spiele ich ja dann auch ein bisschen Hammer. Das war auch immer so eine Sache, die ich gern mal spiele. Und zumindest auch früher gespielt habe. Ist halt Putin, ja. Ach ja, ich will auf jeden Fall, dass sich das durch das komplette Let's Play zieht. Putin, der Großmakao. Der Großputin. Und seine kleinen Hooligan. Seine kleinen Hooligans. Und das alles nur, weil Capcom sich dachte, ey, wir nennen diese kleinen Video-Hooligans. Schön, sehr schön. Die Umstellung zu FIFA Ultimate wird witzig, ja, das auf jeden Fall. Wobei ich muss sagen, bei mir ändert sich ja nicht so viel, aber für manche Leute auf jeden Fall. Da schläft er. Wer hat was Dickes? Tja, toll. Das hat ja viel gebracht. Super. Super gemacht. Ich bin stolz. Aua. So. okay. Wow, wie er durchdreht. Putin, alles in Ordnung, keine Sorge. Du hast nur geträumt, dass dich Obama wieder geärgert hat. Alles ist gut. Ah, Mann, Mann. Wir müssen jetzt auch auf jeden Fall ganz viele Putin-Witze da reinbringen. Das wird meine Hauptaufgabe in dem Let's Play. Jedes Mal, wenn Großmakao kommt, einfach Putin-Witze. Sakura Heap! Go, go, go! Go, go, go! Nice! Nice! Wann streamst du immer? Normalerweise immer samstags, aber es ist immer so ein bisschen... Ja, durcheinander, sag ich mal. Ich kann es nie genau sagen. Hooligans können auch die Engländer sein. Ja, ich weiß, klar. Weil sich die Russen halt echt angestellt haben bei der EM, ja, oder ja auch anstellen. Habe ich das einfach als schön aufgenommen. Okay, das war cool. Aber klar, natürlich sind die Engländer auch schon altbekannt als Hooligans. Das ist klar. Aua. Es ist aber halt auch umso witziger wegen Putin dann halt als Großmakao. Das wäre halt so, ja, ansonsten wäre es die Queen und das passt halt irgendwie nicht so, weil sich Putin halt auch immer anstellt. So, da nochmal rein, wunderschön. Ja, ich habe halt bisher noch gar nicht irgendwie gekontert. Also ich bin einmal ausgewichen, was cool war, aber ansonsten halt gar nichts. So, bei vier Spielen ist der Konter, glaube ich, auch nicht so stark, habe ich aber, glaube ich, vorhin auch gesagt. Das ist, ja, weiß ich nicht. Oh Gott. Weil sich das Monster dann halt nicht wirklich auf einen konzentriert, ist es dann ein bisschen schwierig. So, da, wunderschön. Und da ist er gelähmt, sehr schön. Putin steht irgendwann vor deiner Haustür. Naja, nur die NSA tut mich ja abhören. Und die ist ja ganz zufrieden, wenn ich mich über Putin lustig mache. Aber ich glaube ja nicht, dass... der KGB ist es, ne? Ja, weil es zu klein ist. Das dachte ich mir aber auch. Johnny. Hey, hallöchen Blobfox. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du zurück bist. Du hast einiges verpasst. Du hast die Entstehung von Putin verpasst.
Solange das Witze über Putin sind und nicht über Erdogan, ist ja alles in Ordnung. Ja. Aber, ja, willkommen zurück, Blobfox. Schön, dass du wieder dabei bist. Kannst doch den Sachen deiner Mitspieler ausweichen. Ah, klar, logisch kann ich das. Ja, da muss ich halt erstmal hinkommen. Das ist halt so, wenn er auf der komplett falschen Seite ist, dann bringt das mir halt nicht viel. So, Sakura Heap. Wow, das waren schöne Treffer. Das waren sehr schöne Treffer. Ja, ich habe keinen Endschlag damit. Das ist ein bisschen uncool. Das macht den Konter ein bisschen schwächer. Ja, das zum Beispiel. Das hat mich nicht mal getroffen. Ach du, ach, Putin. Greif doch richtig an. Wow. Die Bombe war irgendwie cool. Sehr episch, weil sehr langsam. Mach doch irgendwas. Das war eigentlich eine Frage, aber okay. Ach so. Ah, ja, gut. Okay, Ja, an sich kann ich das. Achso, nee, meiner Mitspieler, nee, kann ich nicht. Das meinst du? Ich dachte, die Sachen, die gegen meine Mitspieler gerichtet sind. Da habe ich komplett falsch gelesen. Nee, ich glaube nicht. Das war ein bisschen zu übertrieben. Oh, sorry. Wüsste zumindest nicht. Spieler 2 hat das Spiel verlassen. Der dachte so, nope. Wahrscheinlich Russe. Es tut mir so leid, aber es ist viel zu witzig. Da mache ich nie mehr mit. Wann spielst du Monster Hunter nach der Quest? Also 4 Ultimate. Ah, schön. Oh Gott, ja, lass mich in Ruhe. Dem könnte ich vielleicht... Ey, das war doof. Okay, kann ich dem jetzt ausweichen? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Toll, jetzt haben wir eine Katze, eine Bowgun und mich. Ich bin Russe. Ich hoffe, du nimmst das alles mit Spaß. Das bedeutet Krieg. Weißt du, Krippemonster? Ich bin Deutscher. Wir sind gut darin, Krieg anzufangen. Also fordere mich nicht heraus. Okay. Jetzt hör doch auf wegzugehen. Ich meine, die tollen Pfeile sind zwar schön, aber... das ist echt... Oh Gott, wo geht der denn hin? Ich hätte jetzt gedacht, der geht in 4. Na gut. Den Timeout-Krieg gewinne ich, ja. So. Okay. Genau, könnte ich ja auch alle, die gerade nicht mitmachen, können sich natürlich schon bereit machen für 4 Ultimate. Kommt ja auch gleich, nachdem wir ihn nochmal auf die Schnauze gehauen haben. Und zwar warm und... Waren das nicht eigentlich 2 Schläge? Ja, ja, klar, nee, ich meinte es ja auch nur Spaß. Ja, genau, deswegen meine ich ja. 2 Weltkriege anzufangen, das ist keine schlechte Zahl. Wir sind gut im Pöbeln. Aber immer verloren. Ja, das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. Ja, es ist ein bisschen eklig, dass ich den Endschlag nicht habe. Dafür muss ich halt immer ausweichen und dafür muss ich die Situation ergeben. Und wenn die Viecher nicht wollen, dann ist es ein bisschen doof. Also von dem her, los, Katze, Angriff! Das ist so krass. Diese Bombe ist richtig cool. Muss ich halt richtig timen? Ach toll, da wollte ich gerade eben... Das war doof. Na gut, haben wir hier nochmal drauf. Ich meine, es ist jetzt ähnlich wie in, wo war denn das? War das... Das war Freedom Unite, nicht wahr? Wo man gar keinen Endschlag hatte. Wie haben wir es denn damals aufgeladen? Ich weiß es gar nicht mehr. Kommt heute noch die Ultimate? Haben wir doch gerade eben gesagt. Bin ich der Beste? Darf ich trotzdem mitspielen bei Monster Hunter Ultimate? Ja. Okay, wunderbar.
Was? Vielleicht machst du doch nicht mit? Wieso? Wieso, Blobfox? Keine Lust? Okay, wunderschön. Sehr, sehr schön. So, nein, natürlich nicht. Ich will es mir nicht kaufen. Was? Das passt nicht wirklich. Hatte auch keine Lernbalken. Doch. Hatte Elan-Balken, es hatte doch auch Elan-Stufen. Wie ging das damals? Hat es keine Elan-Balken? Es musste einen Hart haben. Ich weiß es gerade echt nicht mal, wie das in Unite war. Unite hatte einen Elan-Balken. Du konntest ja hoch, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hätte schwören können, dass es Elan-Balken... Nee, ich glaube, das war neu in Try. Stimmt. Du hast recht. Man hatte das die Kombo... Elan-Balken hatte es. Aber nicht die Stufen. Nicht die Elan-Stufen. Stimmt, die kam erst dann dazu. Okay, gut. Mit Portable Fert. Ja, genau. Monster Hunter Online. Ja, gehört, aber nicht gespielt. Okay, gut. Wunderbar. Dann war's das vorerst mal mit Monster Hunter Generations, der Demo. Und ja, ich würde sagen, wir schalten. Was hat Elan getan, dass er im Balken... Achso, ne. Haha. Okay, gut, dann würde ich sagen, schalten wir hier wieder zurück. So. Und machen das. Na, aus nicht unbedingt. Ich kann das ja bloß kurz muten. Das geht ja genauso. Hat richtig Bock gemacht. Beste Demo. Ja, das auf jeden Fall. Das war wirklich sehr, sehr schön. Hat mir sehr gefallen. So. Du bist jetzt mal leise. Dann schalten wir das hier wieder an. Und ja, dann bedanke ich mich natürlich schon mal bei den ganzen Leuten, die hier gerade mitgemacht haben. War auf jeden Fall sehr interessant. Interessante Demo. Ich werde es vielleicht das nächste Mal, wenn ich wieder stream, nochmal anzocken. Wird eventuell nächste Woche sein, vielleicht auch nicht. Ich muss mal schauen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ist das ein Horrorspiel um 0 Uhr? Ja, ist es. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie dann das endgültige Spiel aussieht. Wird aber, denke ich, sehr, sehr schön. Wird wahrscheinlich auch sehr viel Spaß machen. Und ja, damit würde ich sagen, gibt es eine kleine kurze Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu ein bisschen Farmen in 4 Ultimate. Also dann, bis gleich.